Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute zeige ich euch, wie ihr Custom TPs generell nutzen könnt. Und ihr seht jetzt ja natürlich schon, hier gibt es viele Sachen, die auch kosten. Und heute wollen wir ein Java Texture Pack auf die Bedrock bringen. Das heißt, das könnte man dann theoretisch auch für die PS4 nutzen, fürs Handy. Und wie man das mit der PS4 macht, ist jetzt oben rechts, Leute. Falls ihr das nicht wisst, schaut das auf jeden Fall zuerst an. Jetzt müssen wir aber erstmal ein bisschen Minecraft minimieren. Denn wir werden jetzt hier erstmal jemanden grüßen. Nämlich der liebe Antimon. Von dem habe ich das ganze Credits gehen auf jeden Fall raus. Link in der Beschreibung. Falls euch das hier nicht geholfen hat, checkt auf jeden Fall seinen Kanal aus. Ganz netter Typ, wirkt echt sympathisch. Folgendes, wir brauchen jetzt hier erstmal ein Custom Texture Pack. Was für die Java ist. Es muss mindestens die Version 1.13 haben. Das ist hier erfüllt. Das heißt, wir gehen jetzt hier einfach mal auf 1.13 und dann machen wir mal Save File. Dann können wir das jetzt hier einmal auf unseren Desktop packen. Und dann sehen wir es hier. Ich habe es auch schon mit anderen Sachen gemacht. Jetzt gehen wir auf die Seite, die auch in der Beschreibung ist. Das seht ihr hier oben, einfach draufklicken. Ich würde das irgendwie nennen, so Seite, Doppelpunkt und dann ist da der Link. Das ist auf jeden Fall kein Virus. Ich würde euch niemals ein Virus irgendwie verteilen, Jungs, Mädels. Ihr wisst das. Und deswegen, wir verschieben es einfach mal da rein. Und jetzt kommentiert das Ganze schon. Hier unten könnt ihr das anmachen. Dann wird damit versuchen, das noch besser zu übertragen. Wir werden auch gleich nochmal kurz schauen, was der Unterschied dazwischen ist. Jetzt hat ihr das Ganze gemacht. Und wir gehen hier wieder auf Save File. Das heißt, wir haben jetzt ein MC-Pack bekommen. Jetzt sieht man ja auch schon, dass das Icon geändert wurde. Und jetzt können wir noch mal kurz reingehen und wir schauen jetzt mal, wie das Ganze aussieht. Import wird gestartet, das könnt ihr auch alles wie auf dem Handy machen. Faithful wurde erfolgreich importiert. Das heißt, wir gehen jetzt hier erstmal auf Einstellungen. Und dann gehen wir jetzt hier einmal auf globale Ressourcen. Dann sieht man hier schon, Faithful ist auf jeden Fall aktiviert. Und hier steht auch For Java Edition. Aber wir haben es auf der Bedrock. Und jetzt kommen wir mal kurz, jetzt ist das hier gar nicht mal normal, jetzt ist das hier einfach, ja, so wie immer. Wir können jetzt hier mal auf ein Dings gehen und dann werden wir nochmal kurz das Texture Pack hier auswählen. Hier hat man auf jeden Fall kein Pilespaket, das heißt, wir werden jetzt hier einfach ganz normal in die Welt gehen und schauen, wie das Texture Pack so läuft. Und ihr seht schon, Leute, es hat sich viel verändert, wirklich viel. Sieht so gut aus. Und das Ganze einfach kostenlos. Wir sehen hier die Texturen, die übertrieben gut aussehen. Muss man einfach mal so sagen. Faithful ist ein richtig geiles Texture Pack. Und wir haben jetzt hier noch alles. Also vom Grundprinzip ist alles gleich geblieben. Das sieht richtig gut aus. Das sieht richtig gut aus und wir haben es einfach kostenlos bekommen. Natürlich gibt es dieses Texture Pack wahrscheinlich auch im Store, heißt Marketplace. Aber Leute, das könnt ihr euch einfach auch kostenlos rüber transferieren. Und falls ihr auch Texture-Packs habt, die es vielleicht nicht auf den Links geht, aber auf der Java, könnt ihr das Ganze auch kommentieren lassen. Oder falls ihr ein Java-Pack erstellt und ihr wisst nicht, soll ich das auch auf die Bedrock machen? Das geht super easy, das auch auf der Bedrock zu veröffentlichen. Und wir erwähnen das nochmal kurz, gleich unser zweites. Auch nochmal auswählen. Jetzt mal Folgendes dazu, was jetzt hier ist, wenn ich das als anmachen würde. Komm, wir probieren es mal aus. Wir machen das Ganze jetzt, wir haben das unten jetzt hier angemacht. Das heißt, er würde jetzt nochmal ein bisschen was anderes machen. Wir starten wieder. Und jetzt schauen wir mal, was jetzt rauskommen wird. Weil wir gleich einen ganz bestimmten Unterschied sehen. Wir sehen uns, wenn es fertig ist. Hier ist es schon mal fertig und das heißt, wir gehen jetzt hier wieder auf Save. Machen da einmal okay. Und das heißt, wir haben jetzt wieder eine andere Version. Wir können die sogar ersetzen. Machen wir mal kurz. Und dann werden wir das jetzt wieder importieren. Import wird wieder gestartet. Dann schauen wir mal. Wurde erfolgreich importiert. Das heißt, wir gehen jetzt wieder auf globale Ressourcen. Und dann machen wir jetzt hier einmal deaktivieren. Und dann gehen wir auf das hier. Das hier ist neuer. Und dann machen wir jetzt hier einmal. Und jetzt seht ihr schon. Ja, die ganzen Sachen hier wurden übernommen. Das heißt, das ganze Interface ist jetzt einfach komplett anders.
Wir können mal kurz auf unsere Welt gehen und dann das nochmal kurz ausprobieren, wie das jetzt vielleicht aussieht. Wir schauen nochmal kurz. Also hier sieht man jetzt gar nicht in-game, sieht man jetzt alles ganz normal. Das ist kein Problem. Jetzt gehen wir, ne, ich wollte nicht auf die Modes gehen, ich wollte einmal auf E gehen. Jetzt sieht man hier, dass hier schon alles ein bisschen anders ist. Natürlich hat er es jetzt so übernommen, wie er es dachte. Das heißt, ja, hier müsste man vielleicht die Dings vielleicht ausmachen. Also die Option, weil ich finde das Inventar jetzt nicht so nice, aber es ist ja nur von einer KI wird das quasi so gemacht. Ja, muss halt jeder für sich selbst wissen. Jetzt haben wir das hier ein bisschen anders. Das hier natürlich ist auch nicht optimal. Das sind alles so Sachen, die dann von diesem von diesem Check-Ding da übernommen werden. Aber wer halt nur das Texture Pack möchte und die ganzen Ingame-Sachen nicht, dann ja, könnt ihr das so machen. Ja, Leute, falls ihr jetzt sagt, das ist schon ziemlich nice, dann habt ihr recht. Wenn euch mein Kanal gefällt, so etwas hier, dann könnt ihr auf jeden Fall ein Like droppen, auf jeden Fall, und meinen Kanal abonnieren, falls ihr dazu Bock habt. Würde mich echt sehr, sehr freuen, wenn ihr es machen würdet. Würdet mich echt unterstützen, wenn ihr das Video auch teilen würdet. Dass auch mehr Leute halt die ganzen Custom-Sachen spielen können. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Habt noch einen schönen Tag. Alles ist in der Beschreibung, Leute. Ihr kennt mich. Und dann, ciao, ciao.